Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Zum inzwischen 10. Teil von unserem kleinen Tutorial für Anfänger Unity 2D-Spiele. So alles, was man so wissen muss. Und wir sind schon relativ weit gekommen. Wir können Spielobjekte bewegen, wir können auf Kollisionen reagieren, wir können Texte anzeigen und so weiter und so weiter. Jetzt muss unser Spiel aber auch mal ein Ende haben. Das wäre auch relativ wichtig und das zeige ich euch in diesem Video. Sobald ich meine Rübe weggemacht habe, zack. Okay, wenn man jetzt so ein schönes Spielende machen will, das erste, was einem einfällt, wäre natürlich so ein Game-Over-Text. Das machen wir gleich als erstes. Wobei, eines würde ich euch vorher noch mal zeigen. Das habe ich euch beim letzten Video nicht erzählt, das habe ich vergessen. Da haben wir ja, als wir die beiden Texte gemacht haben für den Score, für die Score-Anzeige, also das Textanzeigen für den Score und für den Highscore, bin ich gleich über dieses Canvas-Objekt hinweggegangen und gesagt, jawohl, das wird automatisch angelegt, stimmt ja auch. Und wir haben uns gleich diese Spielobjekte, den Score-Text und den Highscore-Text angeguckt, also die beiden Text-Spielobjekte. Ich muss aber noch was dazu sagen zu diesem Canvas-Objekt, weil da gibt es ein paar Einstellungen. Die schauen wir uns kurz an. Und zwar gibt es verschiedene Dinge, die interessant sind. Zwei, habe ich die Erfahrung gemacht, sind tatsächlich relativ spannend. Das erste ist der Render-Mode. Da ist jetzt hier eingestellt standardmäßig Screen Space Overlay. Das passt auch. Das heißt, es ist so, dass diese Anzeige über allem anderen drüber liegt. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Vor allem bei 2D-Spielen ist das eigentlich immer die Standardeinstellung. Es gibt auch andere, zum Beispiel World Space. Da würde man jetzt, ist jetzt weg, ne? Da würde man jetzt praktisch dem auch eine Position geben, irgendwo in dem Spielfeld. Das macht vielleicht einen Sinn, denke ich, wenn man, sagt mal, ein 3D-Spiel und hat irgendeine Anzeige, die irgendwo versteckt in dem 3D-Spiel ist, an irgendeiner Wand zum Beispiel, und da kann man die da platzieren und kann die an- und abschalten und so weiter und so weiter. Macht für uns aber keinen Sinn, wir machen Screen Space Overlay. Und dann haben wir hier nochmal, wie man das Ganze skalieren soll. Und da gibt es hier Constant Pixel Size. Finde ich nicht so gut. Ich nehme immer gerne Scale with Screen Size. Weil ansonsten hat man das Problem. Hatte ich in vielen anderen Tutorials, in einigen anderen Tutorials war es so, dass ich, da waren zum Beispiel so Buttons, und Buttons zeige ich euch auch noch. Und muss ich auch noch machen. Und die waren dann okay. Im Editor hat man gut sehen können, gut klicken können, nur als ich das dann auf mein Tablet gespielt habe, auf mein schönes, mit einer relativ hohen Auflösung, waren die Buttons so klein, dass ich es mit meinen dicken Wurstfingern überhaupt nicht mehr drücken konnte. Das wäre nicht passiert, wenn man eingestellt hätte, Scale with Screen Size, bitte stellt es jetzt hier ein, wie ich es auch gerade gemacht habe. Und dann kann man so eine Referenzauflösung, 800x600, habe ich jetzt so gelassen. Ich glaube auch, weil das Background 800x600 hat. Ja, genau. Weil mein Background 800x600 hat, dann habe ich gedacht, ach komm, lasse ich das so. Insofern, ja, irgendwas in die Richtung gebt ihr ein, wenn es nicht eh schon vorgeblendet ist. Gut, nachdem wir das gemacht haben, kommen wir jetzt aber zu unserem Game-Over-Text, wie man den anlegt. Das könnt ihr jetzt im Prinzip sogar als Übung machen. Könnt ihr das Video kurz anhalten, das heißt, macht man den Game-Over-Text. Macht diesen Game-Over-Text bitte in der Mitte und macht ihn vielleicht schön rot und ein bisschen größer. So, und falls ihr es gemacht habt, könnt ihr entspannt zuschauen, falls ihr gedacht habt, ach, ich schaue mir das erstmal an, dann zeige ich es euch jetzt. Also, wir machen das jetzt so, dass wir einen neuen anlegen. Also nicht nur den Score-Text oder Highscore-Text kopieren, sondern wir machen einen neuen Text, neues Textobjekt, ups, Rechtsklick, UI, UI und Text. So, dann habe ich hier wieder New Text. Mache wieder das, was wir vorher schon gemacht haben, nämlich zentrieren. So, dann mache ich eine rote Farbe, schön rot, das kann ich hier auch einstellen, ne? Das ist rot, grün, blau, 255 immer das höchste, und da kann ich 0,0 machen. Das ist eine andere Möglichkeit, kennt ihr vielleicht auch von anderen Anwendungen.
So, dann ist es schon mal rot. Jawohl. Und da schreibe ich jetzt Game Over. Oh, Game Over. Und dann vielleicht sogar noch. Vielleicht sowas wie New High Score. High Score. So, und jetzt seht ihr schon, hä? Wo ist denn, ist nicht mehr da, ne, der Text? Ja, weil, und das ist was, was ich euch empfehle auch zu machen, wenn ihr eure eigenen Games macht. Die haben diese Anzeige, diese Textanzeigen haben so eine vorgeblendete Breite und Höhe. Und das kann sein, wenn ihr jetzt da irgendwas eingibt, zum Beispiel New Text, dass es passt. Aber wenn der Text, den ihr dann darstellen wollt, eventuell größer ist und das Maximum, was wir darstellen werden, eben ist in diesem Game Over Textobjekt, Game Over New High Score zum Beispiel. Oder halt nur Game Over, wenn es kein neuer High Score ist. Und da macht es einen Sinn, wie gesagt, mal das Längste, was wir haben, mal einzugeben, um zu schauen, ob es reinpasst. Passt es hier nicht, also machen wir das Textfeld ein bisschen breiter. Zum Beispiel, das machen wir richtig groß. Zum Beispiel nur die ganze Breite, 800, stört uns ja nicht. So, dann passt es gut rein. Das kann uns jetzt mit der Höhe auch gleich nochmal so gehen, dass eben der Text so hoch ist, dass er also in dieses Tag-Feld noch reinpasst. Man könnte das hier übrigens auch beim Overflow zum Beispiel, was der da macht, aber ich halte es für sinnvoller, das Textfeld einfach entsprechend groß zu machen. Und jetzt machen wir das mal richtig groß, damit es gut ausschaut. Ich probiere mal 50 und der Text ist weg. Juhu, machen wir noch mal die Höhe, sagen wir mal 60. New High Score. Was jetzt blöd ist, aber das ist jetzt egal, was da steht. Ihr könntet auch was anderes hinschreiben. Wenn ich dann natürlich das alles in groß mache, soll ich es vielleicht hier auch in groß machen. Ne? New High Score. Tada. Okay, das wäre mal das. Haben wir den Game Over Text. Und wir machen uns noch einen Text, der uns die Zeit anzeigt. Und ich hätte gerne, dass wir eine bestimmte Zeit festlegen, wie lange das Spiel dauern soll. Zum Beispiel jetzt, was weiß ich, 3 Minuten oder so. Und dann soll man sehen, wie viel Zeit noch übrig ist. Also, dass praktisch der Text, beziehungsweise die Zeit, die noch übrig ist, die Sekunden, die noch übrig sind, da angezeigt werden. Dass man ein bisschen so einen Überblick hat. Und dazu kopieren wir jetzt aber wieder zum Beispiel den Score-Text. Also mit Duplicate. So, und da sagen wir zum Beispiel Time Left. So, und das haben wir halt mal, was ich, 300. So, und da müssen wir den noch ein bisschen versetzen noch. Wir machen wieder hier über diese Positionsangaben und tun ihn jetzt hierher. Aber wir drücken wieder die Shift und die Alt-Taste, muss ich jedes Mal nachschauen. Ja, Shift und Alt steht er erfreulicherweise da. Zack. Ja. Ach naja. Naja, also ein bisschen weit drüben, ne? Dann tut man, aber ist trotzdem schon mal nicht schlecht. Dann schiebt man ein bisschen zurück. Und zwar indem wir die X-Position ein bisschen erhöhen wieder. So vielleicht, so sieht schön aus, finde ich. Okay. Ja, dann haben wir das auch soweit. Und schon können wir in unser Skript gehen. Machen wir gleich. Wir gehen zur Schnecke. Wir speichern mal. Oder zumindest ich speichere mal. So, zur Schnecke. In der Schnecke zum Skript. Und hier hätten wir unser Skript. Und da brauchen wir jetzt eine ganze Menge an Variablen. Schreibe ich mal Time and Game Over Vars. So, als Kommentar. Also wir müssen zugreifen, und das machen wir public, auf den Game Over Text. Und das könnte ich jetzt wieder als Text machen, also mit der so praktisch, ne, Text. Aber das mache ich jetzt als Game Object. Weil ich das nämlich an- und abschalten will. Während die anderen Texte sind ja immer zu sehen, aber der Game Over Text soll natürlich während des Spiels nicht zu sehen sein, sondern erst wenn das Spiel halt zu Ende ist. Logischerweise, deshalb nehme ich hier als Game Object, also das Gesamte, nicht nur die Komponente von dem Game Object.
Ich nehme das gesamte GameObject und nenne es GameOverText. So. Dann braucht man eben für dieses, für den gelben Schriftzug ganz links oben, wo die verbleibende Zeit angezeigt wird, da machen wir es wieder anders. Da machen wir einfach eine Textvariable, wie wir es vorher bei unseren Score-Texten auch gemacht haben. Ja, also das wird eine Variable, die uns dann im Spiel anzeigt, also die Textvariable, die uns im Spiel anzeigt, wie viel Zeit noch zu spielen ist. Jetzt brauchen wir aber auch noch, die machen wir auch public, eine Variable, die uns sagt, wie lange das Spiel dauern soll. Da machen wir eine Fließkomma-Variable, den nenne ich GameTime und setze jetzt mal auf 30 Sekunden. Das ist natürlich ein bisschen kurz für ein Spiel, aber wir wollen ja ausprobieren, ob auch schön unser Game-Over-Schriftzug erscheint dann. Naja, und dann brauchen wir noch eine weitere Variable, die kann ich jetzt private machen, also die muss ich nicht im Editor sehen und verändern können. Und das ist die tatsächlich gespielte bzw. übrige Zeit, die aktuell übrige Zeit, nenne ich Time Left. Die ist am Anfang natürlich genauso hoch, wenn das Spiel startet, wie Game Time, und dann wird es halt immer weniger, weil er immer dann immer mehr abgezogen wird. Jeweils diese Delta Time pro Frame wird davon abgezogen und dadurch wird die immer weniger. Und wenn sie irgendwann 0 ist, dann ist das Spiel zu Ende. Und dann könnten wir hier auch gleich, na, das mache ich vielleicht im nächsten Video. Ach komm, ich mach's gleich, das dazu passt. Wir brauchen noch eine Variable, die uns anzeigt, wenn wir nachher damit arbeiten werden müssen. Zeige ich euch dann gleich. Die uns anzeigt, ist das Spiel denn jetzt vorbei oder ist es nicht vorbei? Und da machen wir so eine boolsche Variable, die also wahr oder falsch sein kann, und die nenne ich einfach Game Over. So viel dazu. Gut, dann müssen wir diese Variable natürlich setzen, wenn das Spiel startet. Am Ende von der Startfunktion zum Beispiel, ist die beste Stelle. Und zwar Time Left, also wie viel Zeit habe ich jetzt noch übrig in meinem Spiel. Das ist am Anfang natürlich gleich der Game Time. Einmal. Dann ist Game Over natürlich am Anfang logischerweise False. Logischerweise ist die logische Variable False. Und dann, ganz wichtig, der Game Over Text. Also diese Anzeige, diese riesengroße rote Anzeige Game Over, die soll natürlich nicht zu sehen sein. Also setze ich die unaktiv, aber das kennt ihr ja schon, von den Salätchen zum Beispiel, Game Over Text, Set Active False. Und logischerweise dann, wenn das Game vorbei ist, dann setzen wir natürlich Game Over True und den Game Over Text Set Active True, logisch. Ne? Und das machen wir natürlich gleich in der Update-Funktion. Das könnten wir auch am Ende machen, finde ich, von der Update-Funktion. Da wären wir also hier. Und zwar Time Left, also wie viel Zeit haben wir noch übrig. Plus gleich kennt ihr schon, es gibt das Pendant minus gleich, also Time Left, von Time Left ziehe bitte folgenden Betrag ab, oder Time Left ist gleich Time Left minus, oder kürzer geschrieben Time Left minus gleich, wenn man ein bisschen ein Fauli ist, so wie ich, nämlich Time, Delta Time, also wie lange hat dieser Frame an Millisekunden gedauert, Delta Time, okay, und jetzt natürlich spannend, wenn keine Zeit mehr übrig ist, also wenn Time Left kleiner gleich 0, so, wenn Time Left kleiner gleich 0, dann setze ich Time Left gleich 0, also dann setze ich für den Fall, dass es jetzt also gerade beim Abziehen so knapp unter 0 ist, damit eben etwas Krummes angezeigt wird bei der Anzeige. Die Anzeige mache ich jetzt gleich. Also bei dem Time-Left-Text, also Time-Left gleich 0. So. Und dann machen wir Game-Over. Gleich True, wie ich schon gesagt habe.
Und wir machen natürlich jetzt die Game Over Anzeige in dem Spiel sichtbar, also Game Over Text. Set active. True. So. Gut, das ist für den Fall, dass wir also praktisch keine Zeit mehr übrig haben. Und ansonsten, wenn eben noch Zeit übrig ist, also ansonsten else, dann zeige einfach, ansonsten soll er einfach die Zeit anzeigen. Also der Time Left Text. Time Left Text. Die Textkomponente soll heißen Time Left. Könnt ihr auch was anderes schreiben, ne? Das Spiel dauert noch. Könnt ihr schreiben, ist völlig wurscht. Oder mein tolles Spiel dauert noch. Und dann Plus. Und wir machen wieder diese Cast-Anweisung, die ich euch im letzten Video schon erklärt habe. Also wir machen das zu einer Int-Variable. Time Left. Und fertig. Genau. Time Left. Jawohl. Gut. Ihr könntet noch dazu machen plus Sekunden zum Beispiel. Ihr sagt, mein Spiel dauert noch. Time Left Sekunden. Könnt ihr machen. Ich lasse es jetzt dabei. Ich habe jetzt auch nichts mit Runden gemacht dabei. Das passt schon. Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, da möchte ich aber nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dann könnte das schon funktionieren jetzt. Wobei, wir müssen nochmal schauen, ob wir unsere Objekte, ich glaube nicht, die Game-Objekte den Public-Variablen zugewiesen haben. Ich glaube nicht, kann mich nicht daran erinnern. Wir schauen mal. Wir machen mal den Editor auf. Und er sagt da unten zum Beispiel, ja, guck mal, da hast du eine Game-Over-Variable. Hast du zwar assigned, also hast du zugewiesen, aber das wird nie verwendet. Komme aber gleich noch dazu, zeige ich euch jetzt gleich. Right, was wir jetzt also noch brauchen, ist bei dem Schneckenskript, da haben wir hier noch eine Game-Over-Text, noch nichts zugeordnet, Time-Left-Text. Noch nichts zugeordnet. Ihr seht, es sind verschiedene Variablen-Typen. Das eine ist ein GameObject. Ist aber wurscht, wir ziehen einfach immer das GameObject rein. Oh, der heißt übrigens noch ScoreText1, unser TimeLeft-Text. Das ist nicht schön, den nennen wir auch da TimeLeft-Text. Oder TimeText. Ich nenne mal TimeText. Den habe ich noch nicht umbenannt. Entschuldigung. So, es macht mehr Spaß, dass wir wissen, was los ist. Okay. Also wir gehen wieder in die Snail-Komponente, in den Inspektor und weisen jetzt diese Variable oder verbinden jetzt diese Variable GameOverText und die heißt ja auch nur Text, ne? Gut, nehmen wir das doch hier auch GameOverText. GameOverText sieht auch schöner aus, wenn wir den einfach Text nennen, sondern auch so benennen, dass wir wissen, was gemeint ist. Und wieder gehen wir in die Schnecken, in das Schnecken-GameObject, in den Inspektor und jetzt aber GameOverText klicken, gedrückt halten, die linke Maustaste ziehen, 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 ziehen. Jetzt habe ich ein ganzes GameObject, was ich reinziehe und es war auch vom Typ GameObject. Jetzt habe ich vom Typ Text, also was eine Komponente von diesem GameObject ist, von diesem TimeText-GameObject. Das geht aber genauso, ich kann trotzdem das Ganze rüberziehen und das wird einfach genauso erkannt. Hat ein bisschen ein anderes Symbol, aber funktioniert ganz genauso. Das ist sehr freundlich von Unity, finde ich. Und jetzt probieren wir es mal aus. Wir haben gesagt GameTime 30. Naja, komm, wir machen mal GameTime 15, wir müssen ja nicht Zeit schinden vom Video. So, jetzt dauert es 15 Sekunden und es sollte jetzt am Anfang eben dann Time Left 15 stehen und dann sollte es schön runterzählen und dann kommt Game Over. Wir probieren es mal aus. Und es zählt schon mal runter, sehr schön. 12, 11 und so weiter. Hui, zack. Gleich ist vorbei. Gut, dass ich 15 eingestellt habe und nicht 30. Und jawohl, Game Over. New High Score. Da steht Game Over, New High Score, das wissen wir gar nicht, ne? Aber es funktioniert einigermaßen. Aber guck mal, was anderes ist nicht so cool. Ich kann nämlich weiterhin, obwohl das Spiel schon vorbei ist, in die Salate reinfahren
Und es gibt Score, den Score kann ich höher machen. Da brauchen wir unsere boolesche GameOver-Variable und das machen wir jetzt schnell noch. Und dann müssen wir natürlich irgendwann auch die GameOver-Variable so anpassen, dass das passt, dass also nur Highscore nur angezeigt wird, wenn auch ein Highscore erreicht worden ist. Ich glaube, ich mache das jetzt mal so, dass ich hier jetzt mal nur Game Over mache, damit wir es schön spielen können für dieses Video. Und im nächsten Video speichern wir die entsprechenden Scores und gucken, ob es ein neuer Highscore ist und dann wird es entsprechend angezeigt. Aber das machen wir im nächsten Video, weil das ist bestimmt schon wieder super lang, das Video. Wir haben auch nicht mehr viel. Ich möchte nur noch, dass wir im... Ich gehe mal wieder ins Skript zurück. Dass wir dann, wenn der Score abgedatet wird, hier. Das macht er jetzt ja immer und das soll er aber nur noch machen, wenn nicht gerade Game Over schon ist. Also könnte ich schreiben, if Game Over gleich false könnte ich schreiben. Oder wenn man es kürzer schreiben will, kann man auch schreiben, if not, das Logische für Negation. In dem Fall bei C-Sharp ist das Ausrufezeichen, if not Game Over ist das gleiche. Und dann nur soll es updaten. Und jetzt nur noch eine Kleinigkeit. Wenn wir in unsere Update-Funktion reinschauen, hier, guck mal, und dann fällt mir gerade auf, wo ich drüber rede, ist immer gut drüber zu reden. Habe ich erwähnt, dass ich Psychologe bin und vor allem gut reden kann? Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ne? Okay, also die Zeit wird runtergezählt, es ist kleiner 0 und dann sagt er, okay, wenn es kleiner gleich 0 ist, dann soll er 0 setzen und den Game-Over-Text soll er halt aktiv setzen, so. Und dann dem nächsten Durchlauf war es zuerst 0, wird was davon abgezogen, ist kleiner 0, und dann wird diese Bedingung wird immer wieder ausgeführt, obwohl das Spiel schon zu Ende ist. Das ist nicht so clever. Also machen wir das bitte nur, wenn... Jetzt muss ich mal gucken. Wir machen das ganze Ding nur dann, wenn das Game noch nicht beendet ist. Also if not game over. So. Zack. Und dann tun wir das Ganze da rein. Jetzt ist das natürlich nicht eingerückt. Ich markiere das Ganze, drücke einmal auf die Tabulator-Taste und bada. So, das heißt, dieser ganze Code wird sowieso noch ausgeführt, ob jetzt die, ne, ob er gucken muss, ob die Zeit schon passt und dass er sie anzeigt, nur wenn das Spiel noch läuft. Und ich glaube, das war es jetzt dann auch. Ich speichere mal, gehe nochmal in den Editor. Ja, versuch's zumindest. Das sieht lustig aus. Okay. Gut, wir probieren es aus. Wir machen, was haben wir gesagt, 10 Sekündlein. Oh, ich speichere nochmal. Auch da, ne, hier war auch ein Sternchen. Also die Szene habe ich auch schon länger nicht mehr gespeichert. So, 15 Sekunden. Na komm, wir machen 10 Sekunden. Wir wollen jetzt nicht. 10. So. Ich mache doch gleich mal, damit es Spaß macht, den beschleunigten Modus an. So, dann mal von 7, 6, 5, 4, 3, ist wie im neuen Jahr. So, und Game Over. Und jetzt, so habe ich sieben, Score von 37. Jetzt kann ich zwar noch das alles machen. Kann ich immer noch Salate ein bisschen, warum auch nicht, verschwinden lassen. Aber das wirkt sich nicht mehr auf den Score aus. Ich glaube, das ist das Einfachste, wenn man es so macht. Right. Das war's für dieses Video. Ich mache mein Gesichtlein an. Und im nächsten Video zeige ich euch, wie man einen Highscore oder persönlich erreichten Highscore speichert, wie man den dann wieder sich holt. Da gibt es in Unity eine ganz, ganz einfache Möglichkeit dazu. Es gibt auch kompliziertere Möglichkeiten, das zeige ich euch aber, glaube ich, in einem ganz anderen Tutorial mal. Jetzt für so ein Spiel, was man macht, reicht es vollkommen die Möglichkeit, die ich euch das nächste Mal zeige. Und dann wird eben entsprechend Game Over angezeigt werden oder Game Over New Highscore. Bis dahin wiederum vielen, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt, die lange Zeit des Videos. Schön, dass ihr da wart.
Alles Gute, euch schöne Zeit und bis vielleicht zum nächsten Mal. Tschüssi!